Wir sprechen jetzt noch mal kurz den Ablauf unseres Films durch. Ja. Ich glaube, Sie fangen an und erzählen erstmal was Allgemeines zum DKE Innovation Campus. Ja, so im Sinne, also das ist das Jahreshighlight der elektrotechnischen Community, Place to be. Und wer nicht teilnimmt, hat natürlich letztendlich die Chance verpasst, an einem tollen Programm teilzunehmen. Ja, ich glaube, das sind wichtige Punkte, aber genauso wichtig wäre zu nennen natürlich, wo und wann das alles ist. Ach so, ja klar. 8. Mai im Kongresspark in Hanau, bekannte Location. Ja, das wär's. Aber zu den Inhalten müssen wir dann auch noch was sagen. Genau, also den Titel, das würde ich übernehmen. Das wäre dieses Jahr All Electric Society, Transformation der Energiewelt. Ich glaube, das Thema ist für 2019 brandaktuell. Wichtig aber dabei wäre natürlich, dass wir die Schwerpunkte nennen für Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Sektorenkopplung, Energiespeicher, Energieversorgung und natürlich die Verbindung zur Mobilität. Okay, und sagen wir auch noch was zu der Struktur unserer Sessions, also Normen machen Zukunft? Das wäre dann wieder Ihr Part. Wäre natürlich wichtig noch mitzunennen, dass wir schon exzellente Speaker gewonnen haben. Also wir haben den Andreas Ulbricht gewonnen bis jetzt, wir haben den Professor Sebastian Lehnhoff genommen, wir haben dann den Anshot Mansour als Speaker gewonnen. Ja, also, aber da würde ich dann sagen, da müssen wir aufgrund der Kürze der Zeit dann so ein bisschen, das können wir gar nicht alles erläutern. Für mich wäre eigentlich wesentlich wichtiger, dass wir sozusagen nochmal unsere Community direkt ansprechen, ganz persönlich abholen und auch persönlich einladen, gerade die Jungen, das wäre super wichtig. Ja, das können wir so machen. Ich glaube, dann haben wir es gut besprochen. Ich glaube, wir sind einmal klar. Ja. Also, wir sind bereit.